Core Gaming Production. Hey you guys, willkommen zurück zu Knights of the Old Republic. Wir haben in der letzten Folge sehr hart gefailt, weswegen wir, so ein bisschen umswitchen werden. So. Und da sind wir dann auch wieder. So, wir haben gewechselt. Wir haben unsere liebe Bastila und den lieben Salbar wieder dabei. Das ist ja somit unser stärkster Trupp, glaube ich. Würde ich jetzt so vermuten. Wir machen natürlich erstmal das. Unruhe. So, jetzt überlegt mal, was wir hier für Probleme hatten, wo wir das letzte Mal hier waren. Das ist schon ein wenig harter Tobak, ne? Nein! Das hat keinen Sinn gemacht, was da gerade passiert ist. Aber gut, lass sie machen, sage ich immer. Okay, Bastila ist doch noch über den Jordan gegangen. Also das zeugt natürlich davon, dass das hier richtig harter Tobak ist. Na, aber Salbar hat es überlebt. Na komm schon. Die spawnen ja einfach mal nach, die Säcke. Na komm schon. So, haben wir es jetzt hier. So, jetzt haben wir natürlich den Vorteil gegenüber unserer Truppe vorher, denn wir haben alles Organika, das heißt, wir können mal eben hier Heilung reinhauen. Beziehungsweise jetzt gleich auch mit Bastila. Ja, das war ja doch schon ein kleiner Nachteil, dass wir das nicht machen konnten. Na, hier haben wir noch was. So, jetzt gleich werden wir auf jeden Fall erstmal speichern, ne? Einfach, damit wir den Fortschritt jetzt hier auch beibehalten. Und dann werden wir uns nochmal an der Sandraupe probieren. Mit unseren Boys hier. Ja? Nein. So, schon haben wir wieder volles Leben. Ja? Was ich noch schauen wollte. Salbar, der Liebe, der hat ja im Moment nur eine Klinge, wenn ich das richtig sehe, ne? Und ich möchte ihm gern den Vibro-Klingen-Prototypen geben. Zack, siehste. Warte, da machen wir einmal jetzt hier, genau. Ne, ich glaube, andersrum war es besser. Plus 6. Plus 7. So rum ist es besser, sehr gut. Stärke plus, okay, warte. Sie hat noch keine Handschuhe, die kriegt sie erstmal. Stärke plus 1 und so, ne? Judy! Ja, was anderes geht halt erstmal nicht, ne? So, Kleidung der Sandleute haben wir. Und jetzt hat Salbar auch zwei. Jetzt muss ich aber mal eben schauen. Hat Salbar auch die Fähigkeit dafür? Nee, hat er nicht. Da müssen wir aber mal gucken, dass wir ihm beim nächsten Level ab, dass wir da eventuell in der Richtung mal verteilen, ne? Juli! Dann, wie gesagt, wir speichern das Ganze erstmal. Einfach, damit wir den Kampf hinter uns haben. Sollte man ja dann doch vielleicht ein paar Mal machen, ne? Wir fangen heute mal wieder auf der 1 an. Ist ja auch lange noch her, ne? Naja, so. Okay, dann gehen wir erstmal wieder hier rüber, ne? Die komischen, was auch immer diese Dinger waren. Die hatten wir auch weggenatzt, ne? So. Die Wüstenraids, genau. Oh.
komm. Ja, ja, ist gut. Und da haben wir das Level Up, sehr geil. So, dann heilen wir. Wobei, wir heilen uns nicht hoch. Wir sind doch nicht dämlich. So, wir dürfen wieder Attribute verteilen. Ich möchte ja gerne einen Macht-Jedi, deswegen investieren wir in Weisheit. Fähigkeiten, Bewusstsein, Kräfte. So, wir konnten das erweiterte Heilen konnten wir machen. Auch wenn das jetzt noch nicht so stark wirkt. Aber das wird noch. Das wird noch, habe ich euch, sage ich euch. Und wenn es dann geworden ist, dann ist klar Frelasch. So, okay, nee, dann war's das. So, auch das speichern wir mal. Ich sag jetzt, fängt dieses an, nach jedem Kämpfchen speichern, ne? Aber für solche Aktionen werden wir noch dankbar sein. Lelele. So, was sagt der Lemap? Lemap sagt das, okay. Im Prinzip haben wir hier nichts weiter, eben bis auf die Aktion bei der Sandraupe, ne? Und ja, für da hinten müssen wir gleich natürlich wieder nochmal wechseln, weil wir brauchen jemanden, der Sprengstoff gelevelt hat. Und ja, wobei wir können natürlich auch gucken, ob Salbada eventuell ein bisschen was reißen kann. Aber das werden wir dann sehen. So. Okay. Wer seid ihr? Ach, spielt keine. Ich denke, wir haben. Das kennen wir schon. Da habt ihr recht. Sie kamen praktisch aus dem Nichts. Ja, ja. Wartet. Verdammt. So. Ja, da bin ich auch für, dass wir das schneller erledigen. Und da kommen gleich die nächsten. Nein, ja. Hier bin ich. Klar. Und guckt euch an, wie das funktioniert hier. Ihr könnt nicht gewinnen. Lasst es uns schnell erledigen. So, wenn wir überlegen, was der. Oh, ne Scheiß, ne? So gut ist der HK gar nicht. Weißt du? Hat uns vorgemacht, dass er hier, weiß ich nicht, die krasseste Sau überhaupt ist, ne? Und nichts ist er. Dein fucking Ernst. Hier bin ich. Jetzt greif sie. Greif doch an, Bastila. Meine Fresse. Das war eng. Verdammte Axt. War's das jetzt hier? Yes. Sehr eng, aber es hat funktioniert. Gewonnen ist gewonnen, nachher fragt eh keiner mehr, wie knapp es war, ne? Jobei, das war aber sehr, sehr knapp, ich sag's euch.
Aber machbar. Ne? Wir wären auch ohne Tod ausgekommen, aber ich habe mich leider ein wenig dämlich angestellt. Ich danke euch für eure Hilfe. Kein Problem. Ich denke nicht, dass wir die Stellung noch viel länger halten können. Wir sind keine Soldaten. Hat euch der Konzern geschickt? Es ist an der Zeit, dass sie diese Bestien endlich vertreiben. Verzeihung, ich habe mich bereit erklärt, zu versuchen, den Angriffen der Sandleute ein Ende zu bereiten. Nun, ihr habt eine Menge Arbeit vor euch. Wisst ihr von ihrer Enklave im Süden? Versucht erst gar nicht, dort in die Nähe zu kommen. Sie haben alle Waffen von Cherka an sich genommen, die eigentlich zum Schutz unserer Sandcrawler dienen sollten. Die Anlage ist eine Festung, eine Todesfalle. Ihr müsst einen Weg finden, euch dort hineinzuschleichen. Bin ich froh, dass das nicht meine Aufgabe ist. Oh. Wisst ihr etwas über die Sandleute, die das mir weiterhelfen könnte? Nur, dass sie alles angreifen, was sie sehen. Nun gut, sie greifen sich nicht gegenseitig an, aber jeder Fremde ist so gut wie erledigt. Der Konzern hat versucht, uns zu bewaffnen. Aber das Resultat ist schlicht und einfach, dass die Sandleute dann den Leichen auch noch die Waffen abgenommen haben. Ihre Enklave gleicht inzwischen einer Festung. Wir sind keine Soldaten. Sie setzen uns außer Gefecht und klauen uns die Waffen. Sie haben sogar die Java dazu gebracht, die Geschütze zu deaktivieren und um ihre Enklaven herum wieder aufzubauen. Es gleicht einer Festung. Ich habe keine Ahnung, wie ihr da durchkommen wollt. Ich an eurer Stelle würde mich hineinschleichen. Nun ja, ehrlich gesagt würde ich an eurer Stelle darauf pfeifen und nach Anchorhead zurückgehen. Die Sandleute haben Geschütze. Sie nehmen, was sie kriegen können. Sie hassen unsere Technologie, aber setzen sie mit Vorliebe gegen uns ein. Das gilt für Blaster und auch für Geschütze. Man muss ja auch kein Genie sein, um sie zu bedienen. Sie kennen sicherlich nicht alle Spezialfunktionen. Sie warten nur darauf, dass sich jemand nähert und schalten sie ein. Ich hätte andere Fragen. Dafür habe ich keine Zeit. Ich habe von der Wüste genug. Macht doch mit den Sandleuten, Drachen und verrückten Jägern, was ihr wollt. Okay. Ich muss gehen. Ja, und wir auch. Es ist unmöglich, dass wir hier etwas reparieren, während wir ständig angegriffen werden. Soll die Wüste sich doch das Ding holen? Die Javas werden das alles früher oder später ohnehin bergen. Dann können wir es von ihnen zurückkaufen und wieder von vorne anfangen. Macht Sinn, würde ich sagen. Gut, dann haben wir die jetzt auch gerettet. Danke für eure Hilfe. Ja, ja. Ich hoffe, es sind nicht noch mehr von diesen Bestien. So. Okay. Zum östlichen Dünenmeer. Ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal um die Sandleute. Das bedeutet leider für uns, wir müssen erstmal wieder zu Ebenhawk und unsere Leute tauschen. So, da sind wir wieder. Ich habe mich dazu entschlossen, dass wir Mission Vajo mitnehmen. Eben wegen des Sprengstoffs und so. Ne? Die hat auch wieder ein Levelchen ab. Vielleicht auch zwei, wer weiß das schon so genau. Fähigkeiten. Die war ja unsere Fähigkeitenkünstlerin hier, ne? Einen Punkt behalten wir über. Juli. Die müssen wir jetzt natürlich als Sandfrau verkleiden, genauso wie wir uns als Sandfrau verkleiden müssen. Sandfrau. Wir verkleiden uns als Sandfrau, natürlich. So, dann können wir jetzt hier runtergehen, können die Minen entschärfen. Sandleute mit Lichtschwertern, der Albtraum eines jeden Jedi. So, haben wir hier. Ist das noch was, was wir vergessen hatten? Tatsächlich. Meister? Ja? Sie soll die Mine entfernen, weil sie ist ja die Sprengstoffmeisterin. Von daher klappt das dann schon. Klar. So. Da wollen wir doch erstmal mit den Boys reden. So, wir gehen wieder auf Mission Vajo. Die soll hier mal eben schnell weiter noch entschärfen. Kriegen wir wieder ein bisschen extra Kohle. Auch nicht verkehrt. Ja, also wie gesagt, das sind so Sachen, die nehme ich halt immer gerne mit. Einfach, weil wir dann ein bisschen Kohle kriegen. Ja? Und es ist auch ein wenig Bonuserfahrung, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja?
So. Dann gehen wir hier natürlich ab. Hier liegt auch schon wieder irgendwas rum. Naja, oder auch nicht. Da ist aber definitiv etwas. Da scheint hier jemand in der Wüste verdurstet gewesen zu sein. Oh, ein toter Twi'lek. Der Maldetonator. Und da sind auch schon die ganzen Sandleute. Natürlich sehen sie uns nicht, ne? Wir sehen ja aus wie jeder andere. Mit der Ausnahme von AK, ne? Der ist halt. Der fällt dann halt doch auf wie ein bunter Hund. Klar. Oh Gott, was ist denn heute los, ey? Ein harter Anfall von Müdigkeit, aber das kriegen wir schon überstanden hier jetzt. Leichenteile. So. Damit wären wir dann in der Enklave. Der Sandkrieger hat dich erkannt, überrascht dich hier zu sehen. Deine Tarnung hat zwar bei den Geschützen draußen funktioniert, aber im Nahkampf ist sie zwecklos. Einwurf. Moment mal. Ich glaube, das habe ich verstanden, Meister. Selbst wenn es nicht seine Absicht war, hat er tatsächlich mit uns kommuniziert. Drasch, sag ihm, dass wir keine Bedrohung darstellen. Übersetzung. Ergebnis. Ich glaube, ich konnte ihn verwirren, Meister. Wir haben ein für Fremde ungewöhnliches Interesse bezeugt. Yes. Entschuldigt unsere Anwesenheit. Wir wollen Frieden. Übersetzung. Übersetzung. Er ist irritiert, wie ich. Trotzdem informiert er jetzt seinen Häuptling. Er ist irritiert. Kapulation. Immerhin haben wir sie neugierig gemacht. Ich würde dieses Problem gewaltsam lösen, Meister. Aber das ist eure Entscheidung. HK, beste Typ, ey. Scheiße, ich liebe diesen Druiden. Übersetzung. Ich kann seinen Worten mit einiger Sicherheit entnehmen, dass er gerne wüsste, warum er uns nicht töten sollte, Meister. Sag ihm, wir wollen eine friedliche Lösung. Übersetzung. Übersetzung. Er fragt, warum er euch glauben sollte, Meister. Die Menschen haben dieses Land mit Maschinen und ihrer Ignoranz besudelt. Übersetzung. Er will ein Zeichen unseres guten Willens. Wir sollen seinem Volk etwas schenken, um zu beweisen, dass wir keine Gefahr sind. Soll ich ihn atomisieren, Meister? Frag ihn, was er will. Übersetzung. Übersetzung. Er und sein Volk wollen Anchorhead verlassen. Aber vorher müssen sie Wasservorräte anlegen. Ihr sollt ihm dabei helfen. Übersetzung. Er will Feuchtigkeitsvaporatoren der Cherka Corporation. Wenn ihr sie ihm besorgt, reduzieren seine Leute die Angriffe auf die Minenarbeiter. Sag ihm, wir haben die Feuchtigkeitsvaporatoren. Übersetzung. Übersetzung. Er glaubt euch nicht, Meister. Wir dürfen die Enklave erst wieder betreten, wenn wir die Vaporatoren haben. Übersetzung. Sie bringen uns hinaus. Er wartet auf uns, aber er glaubt nicht, dass wir wiederkommen. Okay. So, wir haben Sachen verloren und hast du nicht gesehen. So, wir gehen hier lang. Wie sieht das aus? Seid ihr jetzt? Ja, die sind uns jetzt friedlich gegenüber gesinnt. Das heißt, Ami, jetzt können wir hier einfach so durchmarschieren. Sehr gut. Dann ziehen wir uns erstmal wieder an, weise, weil wir wollen ja hier nicht Erregung öffentlichen Ärgernisses machen, obwohl
Das, was wir da gerade für ein Verbrechen haben, das ist wohl eher das. Oh, warte mal. Das ist die von. Guck mal, das ist die von Johorny, ne? Geil. Ja, ich habe die Fieberpanzer, war ganz gut. Okay. Klar. Laufen wir so rum. Finde ich gut. Oh, warte. Bereit. Ja? Da haben wir wieder was für Mission. Also man kann sich Missionen natürlich auch mit den jeweiligen Kollegen hier auch leicht oder schwer machen. Ja? Von daher sollte man definitiv so ein bisschen die Charaktere durchwechseln. So, nachdem das dann jetzt hier geklärt ist, können wir eigentlich nur zurück. Also wir müssten mal eben wieder zurück nach Anchorhead und dann mal eben hoch mit den Feuchtigkeitsvaporatoren rumbasteln. Dein Ernst? Ich hab die abgebaut. Ach, dieses Spiel. So, ansonsten wird es hier kaum was geben. Wenn wir uns bei denen nicht vorbeigeschlichen hätten, bei den guten Sandleuten, dann hätten wir gegen die alle kämpfen müssen. Und ja, das hätte natürlich gute Erfahrung gebracht, aber es wäre dennoch scheiße gewesen. Was ist das? Okay. So, dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt nach Anchorhead, regeln das Ganze. Da können wir auch die Gaddafi-Stäbe abgeben, die wir da gemacht haben, ne? Wobei, das machen wir später. Wow, 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 wow. Die nehmen wir natürlich wieder mit. So, kurz warten, genau. Und back. Was? Es wären hier Menschen vorbeigekommen. Die Steine hier und dort markieren einen Weg, aber okay. Offenbar. Oh, Verzeihung, ich bin falsch gelaufen. Ich muss da vorne hin, ne? Zum Dünenmeer muss ich hin. Okay. Die dritte Ebene hier auf Tatooine, die ist anscheinend noch gesperrt. So, ich bin gerade überlegen, sollen wir dann gleich versuchen, wieder mit Johorny hier noch so ein bisschen rumzugeistern? Ich glaube ja, ne? Machen wir gleich in Anchorhead, sprich, wenn wir die Ladesequenz haben nach Anchorhead. Dann werde ich mal eben schnell auch rückreisen und werde mal eben den Trupp nochmal umstellen. Beziehungsweise, das werde ich am Ende der Folge machen, weil dann können wir quasi in der neuen Folge frisch mit neuen Teamgefährten starten. Ich denke, das ist dann auch ganz gut so. So, auf jeden Fall haben wir hier minentechnisch alles abgegrast. Heißt für uns, die gute Mission wird wahrscheinlich nichts mehr zu tun bekommen. Und ja. So, sind wir wieder hier, ne? Ich frage mich gerade, ob es besser gewesen wäre, wenn wir da hingehen. Oh, warte mal. Akzeptiert. Die nehmen wir mit. Da vorne haben wir noch wieder ein paar Gegner. Wir nehmen die natürlich mit, ne? Ganz klar. Klar. Ich hoffe, dass wir jetzt mit unserer jetzigen Truppe da keine Probleme kriegen. Weil das wäre natürlich denkbar scheiße. Ich dachte ja schon, dass das, was wir da gerade vor uns sehen, das sind quasi die Karthunde dieser Gegend. Also die spawnen auch immer wieder neu. So. Greif ihn an. Sehr gut. Oh, zwei Stück lassen sich nicht auf einen Kampf mit uns ein. Hulak Raid. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Mach noch ein Hulak Raid. 550, Junge!
Kriege ich davon auch nicht die normalen Platten oder kriege ich Schädel eines Wüsten? Ja, okay. Hey. Nichts. Vergiss es. Ich wollte mich heilen, danke. So. Ja gut, Leute, dann sagen wir jetzt an dieser Stelle, mitten in der Wüste und ganz weit weg von Anchorhead, da hinten ist es, sagen wir see you guys und schaltet wieder ein, wenn es weitergeht mit Knights of the Old Republic. Hey you guys, hat's euch gefallen? Gut, nun gibt's ein paar Regeln, denen ihr folgen müsst. Regel 1, das Video wird nicht geteilt. Regel 2, das Video wird nicht geteilt. Regel 3, lass ein Däumchen da. Regel 4, wenn du dich mitteilen willst, kommentiere. Regel 5, wer neu ist auf dem Kanal, sollte abonnieren. Denn wir sind das, was nötig ist. Wir sind das, was du brauchst. Wir sind Core Gamer Productions.